Dann sprechen wir Deutsch. Nochmal herzlich willkommen an alle hier im, heute heißt es W-Stadion, im Mediacenter des Allianz-Stadions und auf vielfachen Wunsch mitgekommen der Torschütze zum 2:0, Marco Krühl, den darf ich beginnen lassen und auch bitten, eure Fragen zu stellen. Danke an den Trainer Marco, die Kolleginnen und Kollegen hier haben die Fernsehinterviews und du hast einige gegeben, so der Trainer noch nicht gehört. Ein paar Sätze von dir zu diesem doch intensiven, spannenden und schlussendlich siegreichen Europacup-Abend. Ja, also ich glaube, erste Halbzeit war sehr, sehr gut von uns. Wir sind super einig gestartet und sind dann auch verdient, glaube ich, 2:0 in Führung gegangen und hätten vielleicht sogar noch eins nachlegen können. Zweite Halbzeit war es halt dann so, dass wir ein bisschen mehr im Block verteidigen wollten. Das war halt dann eigentlich auch bis zur roten Karte sehr, sehr gut. Und natürlich war es halt dann ein bisschen schwieriger für uns. Aber wie gesagt, im Endeffekt haben wir es dann halt auch vielleicht mit ein bisschen an Glück einfach drüber gebracht. Und das ist natürlich das Wichtigste. Dankeschön, dann darf ich um eure Fragen an den Marco bitten. Bevor wir zum Trainer kommen, wie immer ein kurzes Handzeichen wäre nett und eine nette Dame bringt euch das Mikrofon. Darf vorne Rainer Bortenschlager von der Kronenzeitung bitten, weil Herr Hackl ausnahmsweise zu langsam war. War überwiegt die Erleichterung und jetzt doch die Freude, dass man es drüber gebracht hat oder auch ein bisschen jetzt der Ärger, weil man doch die Unsicherheiten von Vitesse wirklich ausgenutzt hat. Also ihr habt ja Chancen gehabt, auf 3-4-0 auch, um das Duell eigentlich gleich zuzumachen. Also die Geschichte hätte eigentlich auch erledigt sein können. Was überwiegt er jetzt? Ja, also in erster Linie natürlich einmal, dass wir die Spiel gewonnen haben. Also wir wissen natürlich, dass in der ersten Halbzeit vielleicht das eine oder andere Tor natürlich mehr drin gewesen wäre, aber wie gesagt, wenn du dann eine rote Karte kriegst, wobei ich sagen muss, die erste gelbe Karte ist halt für mich ein Wahnsinn, weil da spielt er ganz klar zuerst den Ball weg und ja, auf einem nassen Boden kann man nicht 2 Zentimeter später einfach stehen bleiben, das ist halt leider nicht möglich, aber ja, wie gesagt, die zweite gelbe Karte muss er dann wahrscheinlich geben und ja, das hat halt unser Spiel natürlich durcheinander gewürfelt, aber im Endeffekt war es für uns wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben und Selbstvertrauen für die nächsten Partien danken haben können. Danke. Christian Hackl telefoniert, aber er hätte zuerst eine Frage gehabt, die hat sich vielleicht erübrigt. Alex Huhr vom Kurier springt einstweilen ein für Herrn Hackl. Schöne Grüße an den anderen Herren an der Leitung. Pausenprogramm für Christian. Marco, du hast gestern gesagt, auch mit zwei Stürmer vorne, diese veränderte Rolle kommt dir entgegen. Es ist kein Problem, es ist gar nicht so viel anders. Jetzt war das aber heute meiner Meinung nach schon anders. Du warst eigentlich links draußen, solange sie nach vorne gekommen sind, nicht zu halten. Ist es vielleicht doch so, dass das eine Rolle ist, die dir noch mehr behagt als ganz vorne? Ja, also das ist natürlich auch gegenabhängig, würde ich jetzt sagen. Also natürlich komme ich vielleicht auf der Seite mehr meine 1-gegen-1-Duelle, aber wie gesagt, also ich fühle mich auf jeder Position eigentlich in der Offensive wohl und ja, da wo der Trainer mir aufstellt, da gebe ich 100% und mehr kann ich nicht machen. Danke, jetzt ist Christian Hackl, der Standard ist bereit. Marco, hat man da, wenn man so spielt, hat man da irgendwas das Gefühl, man spielt gegen zwei verschiedene Mannschaften? Weil wie gesagt, in der ersten Hälfte kann es ja 3-4-0 stehen und dann war das doch irgendwie anders. Ist das, hat euch das irgendwie irritiert? Und ich weiß natürlich, war dann die gelb-rote Karte natürlich auch sehr entscheidend, dass dann wirklich hektisch und eng wurde. Ja, also zweite Halbzeit, sage ich jetzt, war da vielleicht der Plan ein bisschen anderer. Wir wollten den Block verteidigen, das war bis zur roten eigentlich relativ okay, glaube ich. Und ja, ab der roten Karte natürlich waren es extrem weite Wege. Ich glaube, sie haben halt gefühlt jeden Ball aus dem Halbfeld von der Seite halt einfach in den Strafraum geschossen. Und ja, das ist halt dann für uns im Mittelfeld halt schwierig gewesen, dass wir das zum Laufen, aber ja, wie gesagt, wichtig ist, dass wir es halt im Endeffekt einfach drüber gebracht haben und das ist uns halt dann auch gelungen. Danke sehr. Dürfen wir den Marco entlassen sozusagen. Marco, vielen Dank für den heutigen Danke. Marathon und für die Leistung. Ich glaube, die Tür ist zugefallen. Damit gebe ich dir das schon. Bitte einfach da rechts liegen lassen, sonst können wir nicht raus. So, schauen wir, ob das funktioniert. Perfekt. Danke. Dankeschön. Ja, dann zum Trainer. Zweites Europacup-Spiel als Rapid-Coach. Zweiter Sieg, eindeutige Differenz. Auch dein Resümee bitte. Es war ja auch auf der Linie wahrscheinlich ein bisschen nervenaufreibend, könnte ich mir vorstellen. Es waren ja 99 Minuten, wenn ich mich nicht verzögert habe. Ja, ich denke, sehr schöner
erfolgreicher Europacup-Abend für die grün-weiße Familie. Viele Torraumszenen, viel Tempo, viel Hektik, teilweise auch vom Herrn Schiedsrichter unnötig herbeigeführt. Für beide Mannschaften, glaube ich, richtig viele unglückliche Entscheidungen dabei. Trotzdem, ja, ersten 60 Minuten waren mehr als okay. Wir waren voll im Spiel, wir haben das genauso durchgezogen, wie wir das wollten. Hätten meiner Meinung nach 3, 4, 5-0 machen sollen, haben wir nicht. Dann ist das Spiel gekippt mit der roten Karte. Wir sowieso schon keinen Rechtsverteidiger mehr im Kader. Und dann ja, haben wir halt zum Zaubern angefangen. Trotzdem zu zaubern jetzt meines Trainerteam, weil, ja, wie gesagt, wir haben rechts hinten gerade ein bisschen einen Engpass. Ja, ansonsten kann ich da nur der Moral der Truppe hervorheben, den Zusammenhalt und ja, auch wir hatten jetzt nicht die einfachste Phase und trotzdem mit der Jugend und mit dem Selbstvertrauen, das was wir uns im Training auch immer wieder erarbeiten, bin ich überglücklich über den heutigen Sieg. Vielen Dank und jetzt schafft es der Christian Hackl für die erste Frage. Du hast es ja geändert. Aus den zwei Jokern wurden jetzt zwei, die begonnen haben. Ja, dann habe ich gesagt, ich meine, gut, trifft nach 33 Sekunden ein Tor, besser geht es nicht. Aber war das irgendeine Bestätigung? Also mir ist auch gekommen, dass beim Yusuf tatsächlich noch einiges fehlt. Was du eigentlich immer gesagt hast, was sich belegt hat? Nein, also zum Yusuf muss ich sagen, auch zum Ferdi, die haben genau das gebracht, was ich mir erwartet habe zu dem Zeitpunkt. Nicht mehr und weniger. Ich bin da realistisch. Ich denke, das Umfeld erwartet Wunderdinge von dem jungen Spieler. Das ist einfach wirklich nicht aktuell machbar. Und dementsprechend hat der Jussi heute eine grundsolide, für mich absolut okay, die Leistung geboten. Und auf den können wir wieder einen nächsten Step aufbauen. Alles nach Plan, alles Ruhe, die ganzen im Umfeld und alle, die ihre Meinung dazu abgeben, akzeptieren wir, aber wir haben eine ganz klare Linie, die wir mit dem Jussi auch kommunizieren und er das auch ganz klar auch so sieht. Und dementsprechend heute nächster Step vorwärts, genau das gespielt, was wir erwartet haben. Und zum Ferdi, ja, er hat einfach jetzt da schon eine Woche länger Training, auch der Jussi zum letzten Spiel und ja, hat das heute richtig gut gemacht. Wie verärgert bist du? Ich meine, so ein Spiel ist gerade ein hektisches Spiel, sehr intensiv. Ja, dann passiert die rote Karte, man kann über die erste gelbe Karten streiten, man kann aber VAR hat es kann geben, aber eigentlich war der Krebitsch nicht abseits. Also es tut sich alles ausgleichen. Wie gehst du damit so einem Spieler um? Ich meine, wahrscheinlich ist der Stojkovic selber am meisten angefressen, dass da so etwas passiert ist. Aber es war natürlich der Knackpunkt in der Partie. Ja, also ich bin, hat er ihn berührt, also ich kann es, ich habe es noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend, ja, ich glaube einfach, dass heute zu viele gelbe Karten waren für beide Mannschaften. Das Spiel selten, ja, richtig in Schuss dann gekommen ist. Er hat so lange Pausen und alles. Also das war halt ein Europacup-Abend. Nicht ganz richtig gut für beide einfach. Aber erste Gelbe war meiner Meinung nach, also der spielt den 3 Meter weg vom Gegner den Ball, der Rasen ist nass, ich meine, wo zieht die Füße ein, wo soll er hin? Ich glaube, er hat dann überhaupt getroffen dann, also bitte. Und davor hätte ich, wenn wir schon über Szenen reden, auch eine eventuell rote Karte mit Ellbogen gesehen an Moormann. Also das Spiel hätte ganz anders ausgehen können. Nicht? Ja, es war wie früher, ohne VAR. Das ist ja seit ewig die Diskussion, ist der gut oder schlecht? Und die Meinungen ändern sich halt immer. Nicht? Ja, aber trotzdem kann man eine bessere Leistung bieten. Ja. Wunderbar, dann darf ich bitten, Alex Huber, Kurier, an andere Seite des Saals. Ich hätte Fragen zu den Innenverteidigern. Einerseits habt ihr sehr viele im Kader. Und ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, dass da der Leo Querfeld noch kommen konnte. Weil es hat irgendwie so gewirkt mit der Umstellung auf 3 Innenverteidiger, ist dann wieder halbwegs gegangen, die 20 Minuten davor halt dafür gar nicht. Andererseits der Martin Moormann ist jetzt der Nächste, der rausgehen musste. Gibt es da schon eine erste Diagnose und hat es beim Kevin Wimmer noch irgendwelche Bedenken gegeben, weil er hat jetzt doch sehr, sehr lang gespielt, also das letzte Mal, bevor du Trainer geworden bist, oder war dir klar, dass er sofort
voll liefern kann. Ja, also wir haben nicht nur rechts hinten aktuell ein bisschen eine Baustelle, wir haben generell in der Verteidigung aktuell leichte Bauchschmerzen, aufgrund, dass einfach viele Spieler aktuell angeschlagen sind oder schon länger ausfallen. Beim Leo Querfeld ist es so, dass der jetzt immer fit war und eigentlich Woche für Woche das besser gemacht hat. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir es im 4-4-1 nicht mehr richtig verteidigen können. Und dementsprechend habe ich dann auf ein 5-3-1 umgestellt. Und der Leo hat da seine Sache sehr, sehr gut gemacht, hat die Bälle weggeköpfelt. Und viel mehr war es dann ja auch nicht, weil sie wirklich aus dem Halbfeld relativ schnell das Zentrum mit hohen Bällen gesucht haben. Ja, Kevin Wimmer haben wir am Wochenende noch in der KM2 spielen lassen, damit er noch ein paar Minuten kriegt. Er hat davor nur 30 Minuten gespielt. Jetzt hat er 60 Minuten gespielt, heute hat er 30. Ja, ist natürlich noch nicht bei 100% und da sind wir heute richtig hohes Risiko gegangen, aber Gott sei Dank ist es gut gegangen. Und zum Moormann, er hatte schon vorher Probleme, auch schon vor dem Salzburg-Spiel. Hat sich fit gemeldet vor den Spielen und wir werden sehen, wie schlimm es dann wirklich ist. Um was geht's da? Ich denke irgendwo im Oberschenkelbereich, Adduktorenbereich, Innenseite. Und nur eine Frage zu rechts hinten, ist jetzt nicht der erfahrenste, aber er hat auch schon im Europacup gespielt. Was ist mit Lukas Sulzbacher? Hatte jetzt Corona. Okay. Und ist wieder im Training oder wird noch dauern? Kommt wieder. Danke, bitte Christian Hackl noch mit einer Frage. Obwohl das so gut war, die erste Halbzeit, ich würde so sagen, dass das eigentlich fast der Knackpunkt noch war. Wie gesagt, da hat man ja 3, 4, 5 Tore schießen können. Was ist das? Muss man noch an dieser Abgeklärtheit arbeiten? Kann man da das irgendwie lernen? Oder ich weiß nicht. Ich war kein Profi-Kicker. Ja. Ja, wenn man das wissen, ob man das lernen kann. Nein. Ich finde es immer super, dass wir zu Chancen kommen, dass wir so agieren können überhaupt. Das haben wir uns ja vorgenommen. Ich muss aber jetzt auch sagen, wir haben auch in den ersten zwei Spielen Phasen gehabt, wo das auch so ausgesehen hat. Nur jetzt haben wir halt 2-1 gewonnen und alle sind happy und schön. Ich bin da ein bisschen neutraler. Ich glaube, ich kann das besser beurteilen. Heute haben wir über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht, aber es waren auch Dinge dabei, die wir verbessern müssen. Und ja, hätten wir heute schon 3-0 gemacht, 4-0 vielleicht. Wer weiß, was dann gewesen wäre. Aber ich bin sehr glücklich, dass wir so agieren können überhaupt. Du, Rückspiel natürlich alles offen, ganz einfach. Ich meine, wie das hat wirklich zwei Gesichter gezeigt. Ne? Ja, aber natürlich hat ihnen die rote Karte reingespielt, weil ich denke, wir hätten immer mehr Räume bekommen und mit Taxi Funtas und eventuell hätte auch einen Knasmüller nachwechseln können, einen Kelly Arage. Also da hätte man schon richtig Speed gekriegt und das hätte ihnen nochmal richtig weh getan. So ist es leider anders gekommen. Also, eine Frage haben wir noch von Alex Kapper. Laola, bitte ein bisschen nach vorne, die junge Dame. Alex hat es gesagt, Kevin Wimmer hat letztes Mal gespielt, wie du noch gar nicht Trainer warst. Also, aber Rapid-Trainer war, glaube ich, gemeint. Ja, ein Pflichtspiel meinst du, ja. Der Marco hat schon gesagt, dass man im zweiten Durchgang deutlich defensiver aufgetreten ist. Würdest du es im Nachhinein anders machen? So war es nicht gewollt. Der Marco hat, also wir wollten schon in einem Block agieren, in einem Mittelfeld-Pressing, damit wir auch die Räume hinter ihnen bekommen. Wir wussten, dass wir da große Räume bekommen werden, das war auch so. Und wir haben sie einfach dann, ja, Ferdi Drulf hat dann an die Latte geschossen. Der Plan hätte schon gepasst. Und eine Frage noch, ist Richard Strebinger heute zum letzten Mal auf der Bank gesessen? Angeblich soll er jetzt doch vielleicht noch nach Polen wechseln. Das werden wir sehen. Das werden die nächsten Tage zeigen. Okay, dann danke wie immer fürs Interesse. Danke dem Trainer für den Marathon nach dem Spiel. Aber heute war er nicht so unangenehm, wenn man gewinnt, wie Sie das gehört. Das gehört dazu. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Dankeschön. Schönen Abend. Max, ist erledigt? Morgen. Danke. Nein, nur Hinweis noch, morgen machen wir 13 Uhr ein, kriegst du es noch in die Media-WhatsApp,